machen ja keinen Damage. Was machen die? Schaden 6, Schaden 20. Ach ja. Die kann ich ja auch über E fertigen. Ah, sehr schön. Ach so, die bitte. Danke. Drei Stück. Ja, genau, ich treffe nicht. Voll den Arsch. Jetzt hau zu. Und der andere noch. Der wartet schön, bis sein Kollege tot ist. Das ist sehr anständig von ihm. Finde ich sehr sozial. Habt ihr vielleicht Loot? Hallo, Jungs. Wie? Jetzt mach ich nicht schwach, Junge. Ihr habt kein Material hier? Ist ja armselig. Waffenschnur. Gegenstand. Da haben wir auch noch was. Trollgötze, perfekt. Die haben echt null Loot liegen lassen. Das finde ich so mega arg liefern euch. Also nö. Nö, 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 nö. Das kann ich nicht so gut heißen. Da haben wir so einen komischen kaputten Lautsprecher. Können wir aber nichts mit anfangen. Warte mal, ich habe erstmal eine Idee. Das ist für Otto gedacht. So, da kommen wir nicht durch, weil bräuchte man eine blaue Speerspitze wahrscheinlich. Und du kommst jetzt mal her, nimmst das Brett wieder mit. Wir laufen schon mal rüber. Im gleichen Atemzug. Atemlos durch die Nacht, weil der Troll seine Pflicht nicht macht. Ja, komm, der kleine Pimmel ist mir so egal. Respawnt eh permanent, wie es aussieht. Ich habe Angst, ist eine Ratte. Ist wie ein Elefant, ne? Hat Angst vor einer Maus. Weil es viel eher wie eine Ratte aussieht, ist das, glaube ich. Ah, Hilfe, Hilfe. Ja, genau, bleibt im Baum hängen. Können eigentlich umrennen, aber ist egal. Trägt er immerhin ein Surfbrett auf dem Rücken. Hilfe, Hilfe. Vor allem, wenn er nicht drüber läuft. Da drauf. Ja, 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 aber gut. Ich sag ja mal wieder nix. Guck, jetzt sag Platsch. Der müsste tot sein. Instant, der ist auf ihn draufgetreten. Guck, da ist jetzt Otto. Jetzt leg mal das Brett ab. Hallo. Behindert, danke. Das ist ein Freund, schlag den. Hau drauf. Die Ratte lebt noch. Kommen da noch mehr? Ach, jetzt. Du tust aber auch nichts. Hallo? Blind? Also, dem sein Aiming ist echt für den Arsch. Theoretisch könnte man jetzt ums die Rumkletterer. Ach so, haha, ist ein Balken dazwischen. Natürlich kann der Arme Troll nicht wegschieben. Na? Der Balken ist so awesome schwer, dass der Troll das einfach nicht hinkriegt. Armes Kind. Naja. Hätte er mir Spinat gegessen. Oh, drüber mit dir, mein Junge. Und links, 2, 3, 4. Und, oh, nein, das war jetzt nicht geplant. So geht's auch. Und rüber, und rüber, und runter, und rüber. Und ja, nicht loslassen, mein Kerl. Ne? Weil sonst gibt es mega von Mutti. Da haben wir das Problem, du, weil du rumheulst. Ach so? Ja, mach mal. Also, 5 Stück haben wir noch, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Speichert er schon mal, finde ich lieb. Hier gibt es nichts zum Looten. Sauerei. Naja, schneid mal durch. Runter kommen sie alle. Hehe, Achievement. Okay, that's it. Finally, we can get out of here. Ah ja. Abwarten, jetzt können wir hier runterklettern. Wo uns der Troll nicht rein zufällig hätte hochlupfen können oder so. Ja, lass los. Hallo? Ja, warte jetzt. Soll's loslassen, mein Jüng. Tu es.
Ernsthaft? Ach, hol mal den Smog da runter. Komm, du, ist ja peinlich. Der hängt da fest. Hallo, ich bin's, Mr. Troll. Der ist zu fett, der kommt da nicht hin. Ich raste aus. Wenn du das ernsthaft sagst, der kommt. Geil! Soll ich den ganzen Weg zurücklaufen oder was? Ah, nö! Oh, da war Material. Ah, Moltebeere. Willst du jetzt echt schwer verarschen, oder? Ah, wobei, ich hätte eine. Wobei, der Dicke kommt da nicht hin, ne? Es muss einen einfachen Weg geben. Kann ich sehen, dass ich da. Weiß ich, wenn ich da runterspringe? Einfach so? Auch nicht. Hm. Da wird es doch wohl eine Möglichkeit geben. Wo ist denn so Surfbrett? Das haben wir doch hier in der Nähe. Surfbrett. Warte mal, das muss doch da hinten sein. Hier, guck mal nach. Hier, guck mal. Ja, da haben wir es doch. Nimm mal mit. Was jetzt? Ach komm, Alter, lass doch den Lümmel in Ruhe. Diese permanente Respawnerei, die nervt ja. Wozu mache ich die scheiß Schluchten zu, du? Und die Arschkerle da immer überleben. Wo ist er denn? Ist er das? Oh, trifft halt nicht. Fliegt halt immer Ewigkeiten, der Junge. Ah, es ist geil, süß. Komm her. So, da komme ich auch nicht ran. Flügel abzulegen. Nee, da kann ich nichts machen. Ach komm, das wäre jetzt aber mega hässlich. Ja, hopp. Hallo, stell doch ab. Problem damit? So, sehr schön. Jetzt probieren wir es nochmal. Sprung! Da kommt eh nicht hierher. Stay there and keep quiet. Da kommt er echt nicht runter. Ach Leute, was habt ihr denn da für einen Käse wieder gemacht? Soll ich echt den ganzen Scheißweg mit dem Kerl zurücklaufen? Doch ein Ausdauer wie ein Pfannwender. Ah, na gut. Dann laufen wir halt. Eurosport. Selbstmordattacken? Nee, ist nicht. Wie geil. Das finde ich jetzt unnötig, dass du da nicht runterspringst. Das finde ich sehr, sehr unnötig. Und rüber. So, perfekt. Und runter. Dankeschön. Hier komme ich auch nicht rein, zufällig runter. Irgendwie so suizidal. Nope. Geil verwandelt. Gut, dann müssen wir zurücklaufen. Ich hätte ja auch einfach sein können, der mal einfach runterspringt, aber nö, macht er ja nicht. Das Bübchen da, ne? Hat da keinen Böckgriff. Der alte Semmelknödel da. Ich will aber lieber gegen die Viecher wieder kämpfen. Na, du bist mir mal ein Hund, du. Guck, da macht das, nur dass der drin 2 Meter tiefer ist. Wo ist das Problem? Und weh, du klopfst dich jetzt mit dem, Alter, ich sag's dir. Lass die kleinen Gnome in Ruhe, die Gizmo-Verschnitte da. Da würde mich trotzdem interessieren, was da dahinter ist. Ah, eine Ratte, Hilfe. Herr Zoowärter, was tun wir denn nun? Noch eine Ratte. Verfolgt die mich? Oh, komm her, da gibt's aufs Maul. Ja, du sollst auch zuhauen, du Vogel. Guck mal, die ist jetzt tot. Könnte man looten. So, und zack, die nächste Ratte, die tot ist. Ja, Schädelspalten, wunderbar. Oh, halt, die hat Loot. Halt, nimm mit.
Waffenschnur, perfekt. So, aber hier war irgendwo in der Nähe ja noch ein Strauch, an dem wir ein paar Speerspitzen machen konnten. Das heißt, die Speere an sich. Das war da drüben, ne? Ja, ja, perfekt. Ja, ich weiß, gehört ein Troll. Seine Aufgabe. Oh. Was haben da meine Feinde? Achso, ich dachte, es wäre eine Bäre. Schade. Gut, dann ist. Flupp. Zack. Klack. Frischer Geschmack. Geht's nochmal? Bitte. Bitte. Bisschen weiter weg. Wieder hin. Nö. Kaputt. Mich würde es interessieren, warum er denn nicht runter... Ich wollte gerade schon sagen, warte mal. Ach nö. Jetzt komm her, du Pimmel. Zack. Tot. Tot. Mhm. Halt, was war da? Zurück. Oh. Waffenschnur. Ah, von dem anderen von vorhin. Roffel? Wo kommst denn du her? Ah, du peilst auch nichts, ne? Du bist mal aber dumm wie die Nacht dunkel. Komm mit, Teddy. Komm mal da jetzt zusammen hoch? Oder muss ich alleine hochlaufen? Warte mal, ich frag mal. Kommst du mit? Achso, warte, das war falsche Taste, war mir recht. Mir ist gerade was aufgefallen. Da hat's noch Berries. Multibere. So, heb mich hoch. So, glaubst du, der Träger hält dich aus? Ich hoff's. Perfekt. Ah ja. Das packt der Dicke wieder. Und hoch mit dir. Hoppala. Und der normale. Und ob. Das muss ein bisschen üben, du. Das muss schneller gehen. In der Fahrensituation haben wir sonst echt die Arschkarte, Digga. Sieht aber auch etwas merkwürdig hier aus. Vor allem das Vieh hört man aus einem Kilometer Entfernung. Was jetzt? You make a lot of noise as you move. Did you know that? Nee, weiß. Yes, you do know that. Noisy. Who is shooting? Berechtigte Frage. Oh, wir können noch Felsbrocken mitnehmen. Ja, das tun wir noch gleich mal. Hallo. Ach, da muss auch runtergehen dafür. Okay. Wow, lag. Hau mal zu. Hä, wo ist denn das Viech? Na komm, komm zu Papi. Doch, der Bug da. Roffel. Oh, das tut ja so weh, dein Steinchen. Guck, das tut weh. Wo ist er? Hallo? Juhu! Lass uns mal tauschen. Wo ist denn der hin? Da liegt ein Ast. Gegenstand gefunden. Ast? Das sag ich nicht. So, nochmal ein paar Sperris. Wunderbar. Inventar weiter war mega. Dachte ich, denke ich mir gerade so. Hatte ich hier noch was liegen lassen? Nee, sah nur so aus. Nee, warte mal, lass mal. Drüben als wieder Felsbrocken. Ja, warte mal, Digga, du kommst mit. Ja, kommen. Wups, auf die Schulter. Kurz am Kopf gepackt. Einmal zu fest zugedrückt und matschischer Schädel. Da sollten wir ein bisschen aufpassen. Achso, ja. Komm aber mit, hopp. Who are these people? Why are they here? Berechtigte Frage. Sie dürfen uns nichts sehen. Du bist ein Spaßvogel.
Ja, komm her. Oh, was hast du denn vor? Was hast du denn vor? Hä? Bams! Nächster. Ah, die Bud Spencer Shelly gibt's hier. Was? Noch nicht genug. Kommt der? So, guck mal, das war dein Freund. Ach so, kein Problem. Verpiss dich. So, irgendwer noch Fragen hier? Nochmal eine? Komm, es gibt's richtig einen auf die Nuss. Ach man, ich bin schon tot. Alter, das mit dem Troll ist total imbar. Da frittiert halt alles weg. Dürfen uns nicht sehen? Ja, das ist mir klar. Deswegen bleibt der Dicke mal da stehen. Achso, wir schießen auf den. Ja, viel Spaß. Autsch! Hä? Was? Wo? Wie? Was? Wo? Autsch! Das tut ja auch weh! Hör auf damit! Tot. Warum lass ich abknallen? Ja, sag ich doch. Tja, Otto, schön war's. Verdammt! Why? No! Du bist gestorben. Ja, probier's nochmal. Ein Speer ist eine gut getarnte Waffe, wenn man ihn aus einem gut getarnten Busch herauswirft. Ja. Gut. Feinde werden nach weiter Verstärkung. Jo, das war aber ein eleganter Wurf jetzt. Kommt die Ratte jetzt zu uns? Komm her, Ratte. Komm her. Ja, komm her. Dann machen wir es halt so. Ganz einfach. Und ist tot. So, mein Freund, das ist sein Part. Aus einem gut getarnten Busch herauswerfen, okay. They are the same men that have been seen in the forest at home. I told Mother they were up to no good. Hä, wo sind die? Will der mich verarschen? Ernsthaft? Was sollen die sein? Die sind doch weg. Hä? Hä? Check ich nicht. Juhu! Ah, ich glaube, ich habe es kapiert. Könnte es eventuell im Bereich der Möglichkeit liegen, dass sie deswegen auf uns geworfen haben, weil... Komm her, Digga. Dass es eine Fiete noch gelebt hatte? Ist ja Roffel, Alter. Ist ja mal wieder, weil das Vieh gegen die Wand gelaufen ist, ne? Hat gebackt und drauf geballert, so ist nicht gestorben. Jo, halt, pass mal auf, Mann. Du killst mich noch. Mein kleiner Kolibri. Oh, ich nehme Kolibri, also nicht süß. Alter, das sieht aus wie zu, das sieht total... Voll der Rasta-Mensch eigentlich, ne? Ein bisschen zugekifft sieht er aus. Und wenn ich die roten Augen mal so anschaue... Ja, der Troll nimmt Drogen. Das kriegen wir noch nicht auf. Da müssen wir später wahrscheinlich nochmal kommen. Du, Digga, komm mal her. Heb mich mal auf. Achso, falsche Taste. Oh, diesmal mit der Hand. Nicht wie ich mit einer Schraubzwinge mich am Kopf packen. Und alle Ipsa.
Und hoch mit dir. Und der nächste Arm. Perfekt.